Du kennst bereits eine Methode, wie du die Spaltenbreite in einem CSS-Raster einstellen kannst, nämlich mit der Einheit fr. Das steht für Fraction und teilt den zur Verfügung stehenden Platz auf. In diesem Video möchte ich eine neue Art zeigen, eine Art, die Spaltenbreite einzustellen, die sich auf einen Inhaltstext bezieht. Ich bin in CodePen, ich habe eine Section mit der Klasse MyGrid, das soll der Raster sein und der Inhalt, der in Rasterzellen angeordnet wird, ist ein Paragraph mit etwas Text. Darin gibt es ein Wort, das etwas länger ist als die anderen, das Wort extra langen. Das ist aus einem bestimmten Grund drin, den du später sehen wirst. Und dann eine SVG-Grafik, die ich aus Figma hier hineingepastet habe. Damit ich die Spaltenbreite besser einschätzen kann, habe ich den Paragraphen blau hinterlegt. Das ist diese Regel hier. Und die Schriftgröße etwas hochgesetzt. Und damit ich auch die zweite Spalte besser erkennen kann, die Spaltenbreite, entferne ich das Höhen- und das Breitenattribut in der SVG-Grafik. Solange das drin ist, wird der Browser diese Grafik in dieser Größe rendern. Wenn ich das rausnehme, dann wird dieser Pfad in dieser Vektorgrafik, in dieser SVG-Grafik so breit angezeigt wie nur möglich. Also es füllt die Spalte aus. Und durch diese SVG-Grafik hier ist jetzt auch die Zeilenhöhe gewachsen. Und weil in einer Rasterzelle im CSS der Inhalt auf die volle Zeilenhöhe oder beziehungsweise auf die Dimension der Zelle gestreckt wird, wurde jetzt auch der blaue Hintergrund dieses Paragraphen viel höher. Es gibt hier noch ein bisschen weißen Rand. Das liegt daran, dass der Paragraph einen Margin nach oben und nach unten hat. Und es liegt daran, dass ich den Margin für Body nicht entfernt habe. Aber ich ignoriere das jetzt, weil es geht mir nur um die Spaltenbreite. Ich kann mit diesen FR-Einheiten Spalten machen, die in einem Verhältnis zueinander stehen, zum Beispiel 1 zu 2 oder 1 zu 3. Jetzt ist die erste Spalte ein Viertel des gesamten Platzes, der zur Verfügung steht, breit und die zweite Spalte 3 Viertel. Oder ich kann sagen, dass die zweite Spalte 300 Pixel breit sein soll. Und dann wächst die erste Spalte einfach so weit, wie sie kann. Das solltest du jetzt mittlerweile kennen. Jetzt gibt es eine Einheit, oder nicht eine Einheit, sondern einen Wert, der heißt Min Content. Und der führt dazu, dass ich hier eine erste Spalte kriege, die relativ schmal ist. Und wenn wir das etwas genauer betrachten, sehen wir, es ist so schmal wie dieses Wort extra langen. Min-Content heißt, eine Spalte wird so breit, dass das größte einzelne Element darin Platz findet. Und in diesem Fall ist es dieses lange Wort. Alle anderen Wörter sind kürzer und haben darum Platz, sogar teilweise mehr als eines. Aber dieses Wort extra langen, das tut die Mindestbreite vorgeben. Und die zweite Spalte ist immer noch 300 Pixel breit. Ich könnte das jetzt wieder auf eine versetzen. Das ist dann der übrig bleibende Platz. Und wenn ich hier am Viewport ziehe, dann
ist es nur die zweite Spalte, die schrumpft und wächst. Die erste Spalte ist einfach immer so breit wie dieses längste Wort. Was hier hinten sichtbar ist, das sind die Developer Tools. Ich könnte hier noch diese Hilfslinien einblenden, aber ich glaube, das ist jetzt in diesem Zusammenhang nicht so wichtig. Jetzt gibt es nebst Min-Content noch einen analogen Wert, der heißt Max-Content. Und auf den ersten Blick sieht es jetzt wieder ähnlich aus wie vorher, aber wenn ich hier am Viewport ziehe, dann siehst du das wieder nur, diese zweite Spalte wächst und schrumpft. Vielleicht entferne ich beim P jetzt doch noch den Margin, damit klarer sichtbar ist, dass diese SVG-Grafik hier die Höhe vorgibt. Wenn die SVG-Grafik wächst, dann wird auch dieser blaue Hintergrund höher und umgekehrt. Aber die Spaltenbreite dieser ersten Spalte, die bleibt immer gleich. Und Max Content bedeutet so breit, dass der ganze Inhalt auf einer Zeile Platz hat. Und wenn der Viewport zu schmal wird dafür, dann wird der Raster angeschnitten. Also diese Spaltenbreite ist auch fix. Das ist Min-Content und Max-Content. Und es gibt Situationen im Zusammenhang mit Text, wo es nützlich ist, das zu kennen. Jetzt gibt es noch einen dritten Wert, der zwar direkt nichts mit Min-Content und Max-Content zu tun hat, der sich aber damit kombinieren lässt. Und das heißt Min-Max und wird mit einer Klammer direkt danach geschrieben. Jetzt geht der Raster kaputt oder die Spalten, weil es fehlt noch etwas. Diese Min-Max, dieser Wert, der braucht hier einen Minimum- und einen Maximalwert in der Klammer. Zum Beispiel könnte ich sagen, im Minimum soll das 300 Pixel breit sein, maximal soll es 1 FR breit sein. Jetzt braucht CodePen wahrscheinlich eine Weile, um das zu verstehen. Oder ich habe einen Fehler gemacht. Der Fehler ist der Bindestrich. So. Jetzt im Moment scheinen diese zwei Spalten gleich breit zu sein. Und das würde darauf hindeuten, dass die erste Spalte 1 FR breit ist und die zweite 1 FR. Wenn ich jetzt aber schmaler werde, jetzt habe ich einen Breakpoint von CodePen erreicht. Aber nach dem Breakpoint sehe ich, dass die Spalten nicht mehr gleich breit sind und die erste Spalte wird ziemlich sicher 300 Pixel breit sein, weil das das Minimum ist, das ich angegeben habe. Tatsächlich 300 Pixel und die zweite Spalte schrumpft aber weiter bzw. nimmt einfach den übrig bleibenden Platz ein. Also Min-Max ist eine Art Schere zwischen zwei Extremwerten, einem Minimal- und einem Maximalwert oder eine Art, eine bestimmte Bandbreite. Also ich habe eine flexible Spalte, aber sie darf diesen Wert 300 Pixel nicht unterschreiten. Wenn es nur 1 FR heißen würde, statt Min-Max 300 Pixel 1 FR, wenn es nur 1 FR heißen würde, dann würden diese zwei Spalten gleichmäßig schrumpfen, auch wenn der Viewport schmaler als 300 Pixel oder 200 Pixel wäre. Und jetzt kann ich anstelle dieses Pixelwertes Min-Content schreiben.
Und als Maximum sage ich Max Content. Und für die zweite Spalte nehme ich ebenfalls Min-Max und hier gebe ich einen Pixelwert vor. Zum Beispiel sage ich, diese SVG-Grafik darf nicht schmaler als 400 Pixel werden, sie darf aber sonst beliebig wachsen. Und jetzt siehst du bereits, dass im Text, in der Textspalte, die Textspalte ist genauso breit, dass der Text darin Platz findet. Das wäre Max Content. Und die SVG-Grafik, die wächst aber weiter. Die blaue Spalte wächst aber nicht. Jetzt werde ich schmaler. Und jetzt schrumpft die SVG-Grafik, bis sie bei 400 Pixel stehen bleibt, weil das ist ja das Minimum, das ich hier oben angegeben habe. Jetzt schrumpft die SVG-Grafik nicht mehr. Dafür wird aber der Text zusammengedrückt. Und jetzt habe ich wieder den Breakpoint, das ist etwas ärgerlich. Ich habe wieder den Breakpoint in CodePen erreicht. Und hier siehst du, dass die SVG-Grafik angeschnitten wird, weil sie hat ihr Minimum erreicht, sie darf nicht mehr weiter schrumpfen. Und auch diese blaue Spalte hat ihr Minimum erreicht, nämlich darf sie nur so schmal werden wie dieses lange Wort. Schmaler geht nicht. Und ab diesem Zeitpunkt wird der Raster angeschnitten. Also ich habe jetzt hier einen Inhalt, der eine bestimmte Breite voraussetzt, sonst ist nicht alles sichtbar. Das sind die Werte Min-Max im Zusammenhang mit Min-Content und Max-Content.